Aber die Relatals, ich bin ich sie. Und wir machen weiter mit der Mega Man Legacy Collection. Mega Man 1 ohne Waffen. Und mittlerweile haben wir uns schon vorgearbeitet ins dritte Wily-Level. Kann man so lassen, da die sagen. Was heißt, kann man so lassen? Ist erst einmal schon mal gut. So. Und das dritte ist ja grundlegend auch nicht schwer. Tatsächlich, ja genau, wenn wir noch ein bisschen Muscle haben, können wir an der Stelle uns jetzt ein bisschen was an Lebenspunkte wiederholen. Ja, so in der Art, brauchen wir es gar nicht. Ah ja, jetzt haben wir durch. Genau, da braucht man gar nicht großartig schießen. Da kommt man am besten durch, wenn man einfach so macht. Drüberspringen. Und na, jetzt haben wir schon beim Boss. Vor dem ich mir einen Namen nicht merken kann. Auf jeden Fall Aqua. Als einfacher Boss. Im Endeffekt mit einem recht leichten Prinzip. Hier müssen wir immer wieder. Er taucht euch wieder auf. Wird auch schneller. Natürlich schießt nochmal. Ja, das war klar. Hätte man schaffen können, aber soll ich halt nicht sein. Macht aber nichts. Droh bleiben, weitermachen. Ja, ich darf mich bloß vor die Projektile nicht so blöd erwischen lassen. Die habe ich nicht gemeint. Aber ich bin der Ansicht, dass wenn ich mich jetzt da bei den Räumen zu lang aufhalte, dann hat das keinen Taug nicht. Bei dem Boss. Ja, ich habe schon mal überlegt, ob es irgendeine vernünftige Taktik gegen ihn gab. Das Problem dabei ist halt, dass der per Zufall entscheidet. Aus welcher Richtung er daherkommt. Und daher gibt's leider so gesehen keine Position in der Arena, wo ich mich problemlos hinstellen kann. So. Reden wir da auch nicht nur in die Raketten rein. Gut. Nächste Runden. Was ich jetzt aber auch gemerkt habe, außerhalb der Aufnahme. Die Folgen nehmen so unfassbar viel Platz weg. Und darum bin ich so blöd und hupf da irgendwie ohne. Problem ist, ich sieg die Schüsse vor dem Ding halt auch oftmals nicht. Und weg ist. Gut. Na, aber der Boss zeigt halt leider schon, dass die Schwächen vom NES da ganz schön mit dazu beitragen, dass man Probleme mit der Sichtbarkeit haben kann. So. Und schon haben wir im letzten. Ach Gott, na. Nehmen wir waren ja die Gegner. Das habe ich jetzt komplett vergessen gehabt. Ah, ja. Und da kommen sie auch gleich nochmal. Stimmt. Ja. Entschuldigung, Spiel, dass ich das vergessen hab. Ich bin aber auch ein Depp. So, gut. Nehmen wir. Keine Gegner damit erledigen. Und noch halt durch. Ah, okay. Schieß der da hin. Okay. Mhm.
Ja. Der Schäne steht im Spiel um Elegance-Waffen einzusetzen, weil die schießt nämlich nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben und unten. Ja. Also ich sag's mal so, Elegman ist ein furchtbarer Gegner. Er hat aber eine von den besten Waffen im Spiel. So. Und da waren wir. Ja, Bomben. Darfst du erieren? Bomben waren natürlich nur so lang da. Da muss man aufpassen, die letzte Bomben, die er schmeißt, macht sehr wohl nur schon. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? No, wollte ich gerade schon sagen. Wehe dir. Ich weiß nicht, wie man die Taktik anfängt. Das gibt's doch nicht. Auch wenn es jetzt so ausgeschaut hat, aber ich weiß es auch nicht noch nicht. Ja, und jetzt habe ich mich heute mal rühren dürfen. Dankeschön. Dankeschön. Wenn ich halt einfach wissen, wie die Taktik bei Fireman anfangen. Den kann man problemlos ohne Schaden schaffen. Ich hab's gesehen, ich hab's auch gesehen, wie es funktioniert und das funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie man damit anfängt. Ja, ich weiß nicht, wie man die Taktik hinkriegt bei ihm. Ich würde es gerne hinkriegen, aber ich weiß nicht wie. Der Hinsprung da aufs erste Mal schaffen, da wäre ich auch nicht mehr. Hätte ich auch nicht gemeint. Hallo Wumpman. Kannst natürlich probieren, den Gegenstand unten zum. Ach komm jetzt! Ah, das ist sicher, wie viel länger da sein muss, als so gesagt wird. Na, aber ich würde jetzt fast sagen,
Der Rest vom Projekt hängt tatsächlich davon, ob ich die... Da, wieso kann ich die Taktik nicht einfach umsetzen? Wieso kann ich das nicht einfach vor Anfang Oma, sondern muss immer kurz bevor ich krepier da reingrauen? Wieso? Wovor hängt das ab? Natürlich, jetzt springt mir ja noch am Schellaffe. Ja, und jetzt werde ich gern wissen, wieso das funktioniert. Natürlich muss jetzt nur kurz vor Schluss sein. Oh. Sag mal, das war ein guter Versuch. Schmeißen wir doch nicht so weg. Natürlich wäre jetzt wieder der Vortroffer. Das gibt's doch nicht. Ah! Ich weiß nicht. Der hat doch auch wieder so bestimmte Positionen im Raum, wo er das macht, oder? Das muss doch so sein. Der hat doch wieder so Positionen im Raum, wo der das Schießen anfängt. An der Position schießt er dann nur wie zwei. Und ich schätze mal, dass die Taktik halt immer dann funktioniert, wenn er nicht an so einem Punkt, wenn er weg von so einem Punkt ist, weil er halt dann neu bekommt, dann nicht. Keine Ahnung, wie ich dem jetzt ausgewichen bin. Mach halt einfach alles mit den Kanonen voll. So, schadensfreie Deutung können wir möglich, aber ich glaube, jetzt sind jetzt einfachste von der Welt. Ach ja. Das ist ja komisch ausgeschaut. So, so was mit dir. Ich weiß nicht, wann der mehr schießt. Wann schießt der mehr, Wende? Wann noch eine? Ach Gott. Das ist wieder so eine Sache von... Mache, aber nicht verstehe. Da, jetzt schießt du wieder mehrfach.
Wieso hat er jetzt wieder so viel geschossen? Wieso? Ich möchte einfach nur wissen, wieso. Megaman, was war jetzt dein Problem, hä? Rumposieren brauchen wir nicht anfangen. Ja, jetzt haben wir ihn wieder drin gehabt. Aber wieso? Wieso? Wieso funktioniert das? Einfach weg. Ja, gut. Und weg. Ja, Gatzmann ist halt glücksabhängig. Wenn der auf mich zuspringt, war es. Ist ja okay. Ich komme nicht schon einfach nicht durch. Und drüber gerutscht. Mensch. Ein Mega meine Gosse voll Sorfe und Reaxen nicht. Gut, im zweiten Teil, oder? Wenn er wegen also auf unter die Achsen, aber nicht ganz so viel wieder, oder? Ne. Mach ich den. Wie blöd hier stehen. Ich würde gerade sagen, schieß einfach. Mach einfach. Sonst hätte er wieder später geschossen und dann war ich wieder nicht weitergekommen. So. Das ist der Sprung knapp, klappt das aber echt knapp. Er braucht schon nicht meiner, dass man da mal zu viel Spielraum hat. Jetzt hupft er nicht. Ah, so, verzögert die. Ich hab nach wie vor keine Ahnung. Ich mach einfach und irgendwann fangt er plötzlich damit, oh, das funktioniert. Ich meine, ich hab bei Elegman irgendwann verstanden, was ich machen muss. Ich hab bei Bombman irgendwann verstanden, was ich machen muss. Ich hab bei Iceman verstanden, was ich machen muss.
Ja, sogar bei Gutsman habe ich mit der Zeit so aus der Taktik rausgefunden. Super, toll. Aber das bei Fireman. Ich verstehe es einfach nicht. Bei Fireman verstehe ich es einfach nicht. Ach so, Moment, ich glaube, ich hab's gerade tatsächlich verstanden. Man muss Fireman einfach auf sie zukommen lassen. Darum geht's. Man muss in dem Fall einfach Fireman den Vortritt lassen. Wieder im falschen Moment gesprungen. Ja, weißt, guter Versuch gegen Fireman, schmeißt man halt gegen Iceman wieder weg. Den hätte ich meine guten Gelegenheiten so verpulvert. Nicht nur da, generell. Alle, wenn ihr eine gute Chance habt, verpulvert ist. Reit mir das. Das Schlimme ist halt, es ist halt nie gesagt, dass wir an Gutsman noch vorbeikommen, weil Gutsman halt. Ja. Nochmal eine ganz eigene Kategorie Problem ist. Plötzlich kommen wir auch da schadensfrei durch. Mensch. Gut, aber ich sag's mal so. Dafür, dass ich das Ganze jetzt halt ohne Waffen gemacht habe und das, was wir wieder spielen, Mega Man 1 ist, bin ich mit dem bisherigen Spielmer ganz zufrieden, sag ich mal. Also einmal ganz ehrlich, es kann auch schlimmer. Es hätte auch noch länger dauern können. Ja, und wird nur, wenn man jetzt nur öfter so eine Sachen passieren würde, ist da gerade. Ach komm! Klar, jetzt funktioniert plötzlich die Taktik gegen Bomben nicht mehr, weil der seine Bomben schmeißt, obwohl ich am Schutz nah bin. Aha. Gut, jetzt habe ich den endlich auch verstanden. Mein Gott. Und jetzt versammeln wir es gegen Iceman die ganze Zeit? Ernsthaft? Komm. Das kann nicht... Was? Ach. Was hat denn Bomben jetzt mittlerweile? Was macht denn der für einen Scheiß? Er soll gefälligst wieder so funktionieren, wie der Olvi funktioniert hat, und nicht jetzt plötzlich anfangen, seine Bomben auf kleine Reichweite zu schmeißen. Was soll denn das? Da komme ich natürlich nicht davon. Ich weiß nicht, was da jetzt am Anfang wieder los war, aber passt schon. Passt schon. Natürlich hat man es jetzt noch treffen müssen. Und warum muss er jetzt unbedingt so ein Arschloch sein?
glaubst das ja gar nicht. So. Jetzt muss man die Wally-Maschinen wieder verstehen. Ich habe ihn mal verstanden. Ich hab ihn mal verstanden. Die hab ich sogar mal recht gut verstanden. Und es ist geschafft. Nehmen wir eins. Ohne Waffen. Ah. Schön. Ja gut. Das war Megaman 1 ohne Freundteil. Und ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Gut. Schön. Ja. Ich weiß nicht, ob ich... Megaman hat die böse Herrschaft von Dr. Wily vereitelt und hat den Frieden in der Welt wiederhergestellt. Wie auch immer, der niemals endende Kampf geht weiter. Bis die zerstörerischen Kräfte besiegt haben, kämpft Mega Man vor ewig währenden Frieden. Ja, aber jetzt haben wir erst einmal gescheite Hürden geschafft. Mega Man 1 ist ohne Waffen also ziemlich einer der schwarzen Teile. Und was soll man jetzt zum ersten Teil sagen? Mei, man merkt halt, dass die Konzepte, gerade auch technisch gesehen, ist es halt nur sehr. Es ist halt immer nur die Basis, auf dem alles andere, was später käme, als Fuß. Es ist das allererste Mega Man-Spiel und mei. Man merkt halt, dass alles nur ein wenig sehr verankert war. Du merkst halt, die Gegner bewegen sich im Endeffekt nicht sonderlich frei, sondern mei, letztendlich hat man halt gesehen, jeder einzelne Gegner, auch Alec Man, der zuerst so gewirkt hat, ist da, dass sie komplett frei bewegen. Der ist auch an ein Raster gebunden, der hat einfach nur seine Position, an denen er schießt. Und wenn er die Position in der Luft überschreitet, dann schießt er halt in der Luft. Aber letztendlich ist es halt alles nur eine komplett feste Programmierung. Wir haben ja noch nicht später die Gegner, die man in der Arena wirklich umeinander scheicht und alles. Aber naja, es hat halt trotzdem, auch wenn es gefrustet hat, es hat trotzdem wieder irgendwo Spaß gemacht. Und ja, damit haben wir mit dem ersten Teil ohne Waffen durch. Das heißt, in der nächsten Folge kommt dann der zweite Teil und da soll jetzt insgesamt wesentlich besser laufen. Es gibt zwar natürlich auch da wieder problematische Gegner, aber insgesamt ist der zweite Teil wesentlich machbarer als der, oder? Und na, da die an der Stelle sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei der Mega Man Legacy Collection. Ich bin der Xi, habe die Ehre.